Wir haben es geschafft, Leute. 5000 Abonnenten sind geschafft. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Absoluter Wahnsinn. Und als ob es nicht genug ist, ist auch noch das dunkle Rituale-Bundle rausgekommen. Meiner Meinung nach das beste Bundle, was wir jemals bis jetzt gesehen haben in Warzone 2. Ja, okay, kann man auch nicht so gute Bundles bis jetzt, aber schon auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiles Bundle. Und es trifft genau meinen Geschmack, was dieses Schwarz-Rot Farbschemata angeht. Dazu haben wir die geile Skin und Waffen und Tracer und. Wir holen uns das Ding jetzt. No joke, allein schon dieses Bild hier sieht absolut Hammer aus. Wir kriegen hier einmal das Dark Rituals, wir gucken uns einfach mal aus der Nähe an, den Beschwörer-Skin. Der sieht schon super, super geil aus. Ist für den Horangi. Und das Krasseste ist, dass wir das allererste Mal einen animierten Operator-Skin haben. Wenn wir mal hier reingehen, dann seht ihr hier, wie der Skin vorne aufleuchtet. Er kommt und geht. Ey Leute, das sieht generell schon so geil aus. Tut mir leid, ich will jetzt keine Werbung machen hier, dass irgendjemand was kaufen soll. Aber für mich ist es nun mal einfach ein wirklich schöner Skin und der passt einfach super zu meinem generellen Farbschemata und ich liebe diese Farben. Auf dem Rücken hat er hier dieses Muster. Das sieht man jetzt nicht so stark, aber ja, sieht auch cool aus. Und summa summarum, das Ganze ist sehr harmonisch in sich und dazu noch die roten Augen. Das sieht wirklich, wirklich nice aus. Aber ist da noch mehr drin? Dann haben wir hier noch die Makaba. Das ist eine RPK mit roter Leuchtspur, also Tracer-Munition. Und sie hat noch einen Todeseffekt. Dunkles Ritual, hier das Fadenkreuz dazu. Sie hat die effektive Reichweite, Zweibahnbefestigung und Rückschussstabilität als Besonderheit. Und die Beschreibung lautet Makaba, ein Tracer-RPK mit einem Zweibahn zur Befestigung und Stabilisierung sowie einem Visier für Abschüsse aus großer Entfernung. Die Waffe an sich sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und dann haben wir noch die Bug, die Mini-Bug. Die Mini-Bug wird ja heiß diskutiert. Ist die jetzt super? Einige sagen, das ist eine der schlechteren Waffen. Einige sagen, das ist die beste oder die zweit- oder drittbeste SMG. Also hier wird auf jeden Fall gestritten. In dem Fall haben wir auf jeden Fall auch hier eine auf kurze Distanzen modifizierte Variante. Nach Sprint erhöhtes Schusstempo. Präzision beim Feuern aus der Hüfte und Bewegungstempo beim Zielen ist erhöht. Der Titel lautet: Deine Feinde wollen nicht Teil dieses Rituals sein, aber sie haben keine Wahl. Name der Waffe oder der Blueprint Schreckensriten. Und auch hier haben wir natürlich die rote Leuchtspur, Tracer-Munition sowie auch hier den Todeseffekt, dunkles Ritual. Dann haben wir noch ein Waffentalisman und zwar das dunkle Ritual beginnt. Ja, dann haben wir hier ein großes Dekor. Das ist wirklich wohl relativ groß, geht über die ganze Waffe. Könnte ganz cool aussehen, je nachdem wie stark der Kontrast ist mit dem Rot. Dann haben wir hier einen Ladebildschirm. Ja, muss nicht. Und wir haben hier nochmal ein Emblem. Ja, ist auch okay, sag ich mal. Gut, dann wollen wir uns das Ganze mal gönnen. Wir haben momentan 2900 COD-Punkte, also wollen wir mal alles ausgeben. Wir kriegen ja noch ein paar COD-Punkte über den Battle Pass. Ich hoffe, es reichen auch für den nächsten Battle Pass. Momentan, ja, Skin wechseln. Und ich sage euch, die Skin sieht jetzt schon nice aus. Wahnsinn, also unsichtbar sein wird man damit sicher nicht. Schauen wir uns mal schnell das Weapon-Bild an von der RPK, von der Makaba. So sieht das ganz aus. Ja, wenn wir das mal testen mit anderen Skins. Man kann hier sehr viel kombinieren. Ich denke, gerade bei den unifarbenen Skins könnte es hier wirklich geil aussehen. Das Rote sieht sehr, sehr geil aus. Das Schwarze sieht sehr, sehr geil aus. Hier, die Farbe sieht auch sehr, sehr cool aus. Gibt schon ein paar nice Kombinationen. Aber auch hier in der Drachenvariante, zum Beispiel gerade mit dem Rot oder dem Schwarzrot hier, kann man wirklich schöne Sachen zaubern. Also sind schon nette Sachen dabei. Hier ist die Mini-Bug mit einem Laser, einem Bug 9279 Lauf, einem Mini-Bug-Griff-Magazin, den Demo-X2-Griff und ohne Schaft das Ganze. Noch hier gucken wir uns mal ganz schnell in Skin-Kombinationen an. Ich habe die Mini-Bug noch gar nicht viel gespielt. Schauen wir uns mal die Drachenskins direkt an, diese schwarz-rote. Ja, könnte auch hier geil aussehen, aber ich glaube, interessanter sind hier auch hier wieder die Unifarbenen. Das Rote, das Dunkle, das sieht auch sehr, sehr geil aus. Hier das Schwarze sieht sehr, sehr geil aus. Also diese Schwarz-Rot-Kombination, Weiß sieht nicht so nice aus. Diese Schwarz-Rot-Kombinationen sind wirklich am coolsten. So sieht das ganze Schmuckstück aus. Sieht sehr, sehr geil aus. Also die roten Farben, das Aluminium, die Kombination ist wirklich, wirklich schön. Hier einmal mit der EPK. Richtig, richtig cool. Haben schon unsere ersten Freunde. Und der Todeseffekt sieht auch geil aus. Die Schüsse, die roten Tracer. Hier einmal das Muster, was an die Wand geschossen wird und dann langsam verschwindet. Sieht auch sehr cool aus. Und jetzt sehen wir mal unseren eigenen Helden von der Hinterseite, von der Rückseite, wie das aussieht.
Also dieses rote Symbol auf dem Rücken sieht man fast gar nicht, wenn nicht sogar gar nicht. Ich muss nochmal die Symbolik einmal an hier. Sieht schon krass aus, wie das dann langsam verschwindet. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Minibug an. Der Laser ist absolut dope. Absolut, es sieht einfach so krass aus. Auch hier dieser Rot-Schwarz-Effekt, es sieht einfach nur geil aus. Hier derselbe Tracer-Effekt mit den Figuren vorne dran. Aber das Rot-Schwarze, dieses Design sieht einfach wirklich, wirklich, wirklich krass aus. So, wir testen das Ganze mal auf Las Almas. Ich habe die Waffe jetzt ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt das Visier abgenommen. Und es ist der Laser dran und wir sehen, er leuchtet hier nicht rot. Das ist eine grüne Variante. Die Übernahme funktioniert hier nicht. Ansonsten Tracer-Effekte nach dem Umbau, alles noch dran. Okay, schade. Hier nochmal die Minibug mit dem Laser. Ja, ist alles beim Alten. Okay, und jetzt schauen wir uns nochmal die Todessequenz an, wenn wir nochmal nah an den Gegner rangehen. Vielleicht so in einer dunkleren Ecke, hier im Tunnel zum Beispiel. Oder hier. Komm hier. Okay, schauen wir mal das Ganze an. Also man sieht die Augen leicht leuchten und ich muss sagen, das ist sehr dezent. Ich hätte wirklich gedacht, dass dieser leuchtende Skin dafür sorgt, dass man kilometerweit gesehen wird. Aber das ist gar nicht so. Und hier im Dunkeln sieht man nochmal schön, wie es leuchtet. Guck euch das mal an. Das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig smooth aus, richtig nice aus. Schade, dass es mit dem Laser nicht geklappt hat. Und da sehe ich gerade einen Fehler mit dem Laser, warum das nicht funktioniert hat. Guckt euch das mal an. Ich habe hier zwar einen richtigen Laser draufgepackt, den F-Tag Grimline Laser und bin auf Skins gegangen. Allerdings habe ich hier glühendes Eisen genommen, weil von der Farbgebung her das Ganze rot-schwarz aussah. Und ich dachte, das ist das Dark Ritual, das dunkle Ritual, die dunkle Ritualvariante. Aber Schreckensriten, das ist das Korrekte. Und wenn wir jetzt nochmal hier reingehen, dann sieht man auch, dass der Laser dran ist. Oh mein Gott, er funktioniert tatsächlich auf den anderen Waffen. Ich dachte erst, es funktioniert nicht, aber es funktioniert doch. Mega cool, man kann also einen Laser auf jede kompatible Waffe mit drauf machen. Sehr, sehr geil. So, ich habe das Game mal kurz lauter gemacht. Wir hören uns nochmal den Soundeffekt an beim Erschießen eines Gegners. Das ist so ein Zischlaut, der noch dazu kommt. Ist mir am Anfang gar nicht so sehr aufgefallen, aber das ist so ein nicer Sound. Pass auf. Hier hat man es, glaube ich, ganz gut gehört. Ziemlich auffällig, der Ton. Ziemlich cool. Und noch eine Todesanimation. Das sieht sehr, sehr geil aus. Und hier in der Animation sieht man nochmal das rote Gesicht, also das Muster auf dem Gesicht, sehr, sehr stark leuchten. Hier haben wir unseren Dude jetzt ausgerüstet, sieht sehr, sehr cool aus im DMZ-Modus. Ich will gerade, ob wir alleine reingehen oder mit Team auffüllen. Ich glaube, wir gehen alleine rein und genießen das in aller Gänze auf Ashika Island. So, here we go. Also, los geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich das ganze Setup hier schlagen wird. Ist der Laser dran? Ja, okay, das ist jetzt Standard-Setup. Wir haben die RPK noch ein bisschen umgebaut. Also wir haben einen Schalldämpfer noch dran gebaut. Und ja, dafür das Magazin geopfert. Also das große Magazin ist jetzt dann eigentlich noch besser. Und ja, ansonsten haben wir eigentlich alles gelassen soweit. Also lass mal gucken, direkt mal Nahkampfangriff machen. Und wir sehen, dass die Animation nicht da ist. Ja, jetzt kommt sie. Okay, sie kommt und geht. Und auch hier, Animation ist da. Es sieht ganz cool aus. Boom. Ich finde es so geil, dass im DMZ die Effekte da sind. Die werden 1:1 übertragen. Sehr, sehr geil. Da hinten geht schon erst raus. Ist nicht nur ernst, Leute. Die Runde läuft gerade 30 Sekunden gefüllt und die ersten gehen schon raus. So, wollen wir einen Auftrag annehmen, dass wir auch was zu tun haben. Oh, hier sind zwei Laptops. Würde ich auch gerne mitnehmen. Take it. Let's go. Ich helfe ihn. Die RPK auf Long Range geht echt gut, muss ich sagen. Wir helfen ihm. Schnell, bevor sie sterben.
Oh Gott, ist mir so leid. Sie waren Teil des dunklen Rituals. Bro, I'm coming. I help you. Don't give up. Bro, I help you. I'm solo, I'm friendly, I'm coming. Don't shoot. Can you hear me? Hello? I said don't shoot, bro, come on. Okay, er ist jetzt ganz alleine. Und der Kollege wurde Teil des dunklen Rituals. Der arme Kerl, ich wollte ihm noch helfen, aber es ist so, das dunkle Ritual ist einfach nicht aufzuhalten. Es ist nicht aufzuhalten, es tut mir so leid, Bro. Es war sein Freund, er hat dich verraten. Ich habe ihn dazu gebracht, dich zu verraten. Es tut mir wirklich leid. Holy shit. Hasta la vista, Bobby. Oh, im Wasser sieht die Waffe auch geil aus. Guck das mal an, unter Wasser. Auch sehr coole Effekte. Bro, you wanna have my weapons? Bro, here, take it. Bro. Take it. Take it. The second one also. Er ist komplett überfordert einfach. Take it. Minibug wieder nicht. Digis. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Kanalmitglieder, die den Kanal besonders unterstützen. Vielen Dank. Ihr habt mir auch einiges ermöglicht und diese 5000 Abonnenten, die ihr rausgehauen habt, auch dafür vielen Dank. Ich bin wirklich unendlich dankbar. Und wir werden uns was überlegen in Zukunft. Also ich habe schon so ein paar Ideen. Es wird nicht so leicht sein, das umzusetzen, aber vielleicht können wir ein bisschen was organisieren für die nächsten Livestreams. Vielleicht so ein Giveaway. Ich habe da so ein, zwei Ideen, wie gesagt. Mal gucken, was wir da raushauen können. Ich freue mich sehr, dass wir zum 5000er Jubiläum auch mal dieses schöne Bundle holen konnten. Es hat richtig Spaß gemacht, die Runde mit den Effekten. Macht wirklich extrem Spaß. Tolles Bundle. Ja, ich freue mich auf eine schöne Zukunft. Ich sag nur alleine schon der Tag-Nacht- bzw. Wetterwechseleffekt, der bald kommen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir bleiben am Ball. Wenn was Neues da ist, berichte ich. Bis dahin sage ich Hasta luego und Hasta la vista.